Live aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Man konnte ja diese Woche keine Zeitung aufschlagen, ohne irgendetwas über Schwarz-Grün zu lesen. Einerseits ungewöhnlich, weil bis zur nächsten Bundestagswahl ja doch noch 10 Monate hin sind. Andererseits ist ja auch die Lage des Landes durchaus ungewöhnlich. Wir haben eine Bundesregierung, die seit 3 Jahren zumindest in den Umfragen keine Mehrheit mehr hat, die selbst im Parlament vereinzelt bei wichtigen Abstimmungen diese Mehrheit nicht zustande bekommt. Und wichtige Konstanten scheinen einerseits der ständig andauernde Streit zu sein und andererseits die Tatsache, dass die FDP in den Umfragen konstant bei 4% liegt. Kein Wunder also, dass viele glauben, dass diese Regierung im nächsten Jahr so oder so abgelöst wird. Und dann ist es natürlich eine sehr spannende Diskussion, darüber nachzudenken, wer diese Regierung ablösen könnte. Interessant ist aber auch, dass eine einzige Meldung diese Debatte vor ziemlich genau einer Woche angeschoben hat. Eigentlich eine recht schlichte Angelegenheit. Die Grünen haben per Urwahl ihre Spitzenkandidaten gewählt. Und als eine der beiden wurde Katrin Göring-Eckardt gewählt, eine evangelische Christin und Theologin, die plötzlich die Partei in ganz neuem Licht erscheinen lässt und selbst im Parteienspektrum neue Möglichkeiten zu eröffnen scheint. Unser Presseclub-Thema heute: vom Bürgerschreck zum Bürgerliebling. Erobern die Grünen die Mitte? Und ich freue mich auf diese Gäste. Peter Unfried ist bei uns, Chefreporter der Tageszeitung Taz. Herzlich willkommen, Günther Banners, Leiter der politischen Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Ich begrüße herzlich Martina Fietz, Chefkorrespondentin von Focus Online, und Mariam Lau aus dem Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Lau, wir müssen zunächst über Menschen reden. Da ist diese Aufregung, diese Überraschung über Frau Göring-Eckardt. Und jetzt ist zufällig an diesem Wochenende auch Grünen Parteitag. Und Claudia Roth, letzte Woche noch diejenige, die verloren hat, ist mit einem großen Ergebnis, fast 90%, als Parteivorsitzende wiedergewählt worden. Ist damit Schwarz-Grün wieder vom Tisch, weil Frau Roth jetzt doch 90% kriegt? Nee, also das mit Frau Roth, das würde ich mal nicht überschätzen. Die Partei hat ihr damit gedankt und hat, das war aber ein Abschiedsdank. Sie hat in ihrer Rede so einen Spruch gemacht, wenn da 2 Grüne sind, die noch einen dritten Skatpartner suchen, dann sollen die anrufen und sie würde dann dahin eilen. Das fand ich fast so ein bisschen traurig schon. Also sie hat sich damit so ein bisschen in so eine Rolle der Protestmaskottchens begeben. Und sie wird, wenn sie noch mal ein Bundestagsmandat erringt, dann ohnehin aus dem Vorstand sich zurückziehen müssen. Und ich glaube, in diesem Geist hat man gesagt, Claudia, vielen Dank für alles und goodbye. Also das würde ich nicht, Claudia Roth war kein Dementi. Es gab Dementis für Schwarz-Grün, aber nicht Claudia Roth. Ja. Herr Banners, Katrin Göring-Eckardt ist eine Frau, die die meisten Fernsehzuschauer wahrscheinlich vom Gesicht her kennen. Die war mal Fraktionsvorsitzende zu rot-grünen Zeiten, aber so mega prominent ist sie nicht. Wie ist es möglich, dass diese Frau plötzlich an die Spitze gewählt wird? Das hat für mich mehrere Ursachen. Zum einen, weswegen ich auch gar nicht fand, dass die Wahl jedenfalls eine ganz große Überraschung war. Denn die anderen Kandidatinnen, also Frau Künast und Claudia Roth, hatten sich ja aus unterschiedlichen Gründen waren sie da nicht wählbar. Frau Künast wegen ihres missglückten Wahlkampfes um das Amt des regierenden Bürgermeisters in Berlin und Claudia Roth, weil ich der Auffassung bin, dass sie seitens der Grünen jedenfalls nicht als ministrabel angesehen wird. Schon als von mir aus gute Parteivorsitzende, aber nicht als Ministerin. Frau Göring-Eckardt hat eine Vita, sie kommt aus der früheren DDR. Sie ist Theologin und man muss auch sagen, dass bei den Grünen es von Anfang an immer eine starke Strömung gab von evangelisch oder katholischen Christen, die da mitgemacht haben, auch in der Gründungsphase schon der Grünen. Und sie hat das Amt des Bundestagsvizepräsidenten gut ausgefüllt. Sie hat dadurch, dass sie innerhalb der Partei nicht polarisiert hat, hat sie auch ja, auf stille Weise sozusagen sich Anhängerschaft verschafft. Sie war ja kein großer, sie war ja nicht großer Gegenstand der Berichterstattung oder der großen Porträts, also in der Zeit oder auch bei uns in der FAZ. Immer wieder mal wurde etwas geschrieben, aber sie stand nie im Mittelpunkt. Und die Grünen, wie ich glaube eigentlich auch viele andere Parteien mittlerweile, schätzen eigentlich auch Leute, die sich, obwohl sie in Berlin, ja, weit oben stehen, die sich aber gleichwohl nicht so in den Vordergrund drängen, in jede Talkshow reingehen, die ständig polarisieren und dann wiederum die Positionen wechseln.
Und all dies hat zusammen dazu beigetragen, dass sie dann doch ein ziemlich respektables Ergebnis gefunden hat bei der Urwahl. Frau Fies, war das ein Votum gegen Renate Künast und Claudia Roth? Hat die grüne Parteibasis gesagt, die wollen wir einfach nicht mehr? Oder war das ein Votum für Katrin Göring-Eckardt, die Herr Banners gerade beschrieben hat? Das war für meine Begriffe ein Votum gegen die Parteispitze insgesamt. Bei den Grünen gibt es seit längerem eine gewisse Unzufriedenheit damit, dass da 4 Leute an der Spitze sind, die im Grunde genommen diese Spitzenpositionen für sich reklamieren. Da gehört auch noch Cem Özdemir dazu, der zweite Parteivorsitzende. Und Jürgen Trittin, der mit größter Mehrheit gewählt ist. Und es war ja ursprünglich mal so gedacht, dass im Grunde genommen die 4 auch untereinander ausmachen, wer denn als Spitzenkandidat die Partei in den Wahlkampf führt. Da hat ja Claudia Roth, indem sie ihren Hut in den Ring warf, im Grunde genommen erstmal diese Urwahldebatte ausgelöst. Diese Unzufriedenheit damit, dass da oben 4 Leute im Grunde genommen unbeweglich sind, der Partei, die nachrückenden Kräften, keine Chance gibt, war ein Motiv. Und ein anderes Motiv war sicherlich auch, dass es diese Kretschmann-Grünen mittlerweile gibt. Also repräsentiert durch den baden-württembergischen Ministerpräsidenten, der sehr stark eine doch Politik der Mitte betreibt und auch sehr weit ins bürgerliche Lager hineinreicht. Diese Grünen haben Katrin Göring-Eckardt ja massiv ermuntert zu kandidieren und wollten bewusst auch einen Gegenpol setzen zu Jürgen Trittin einmal und deutlicher im Grunde genommen ein Spektrum der Grünen aufmachen, als das Renate Künast als Realo-Frau hätte tun können. Herr Unfried, ging es da um Stil? Also Frau Fietz hat gerade geschildert, dass die 4 da oben alles unter sich auszumachen schienen. Wir haben ein Jahr lang eine Partei gehabt, die Piraten, die auch deshalb gewählt wurden, um die Parteien mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, damit die Basis mitreden kann. Also ging es um eine Stilfrage jetzt bei dieser Wahl? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass im Grunde die Welt sich verändert hat und dass die Mitglieder der Grünen das nachvollzogen haben und dass der Parteitag noch nicht so schnell jetzt darauf reagieren konnte. Also ich bin nicht der Meinung von Frau Lau, dass das sozusagen ein Lifetime-Achievement-Oscar war für Claudia Roth und sie jetzt irgendwie sich schön zurückzieht. Ein schönes Wort, sondern ein Oscar für das Lebenswerk. Ja. Ich hab tatsächlich den Eindruck, dass die Claudia Roth im Grunde ja in ihrer Rede jede Mauer, die man sich vorstellen kann, was Vorurteile und Klischees gegenüber den Grünen angeht, aufgebaut hat in dieser Rede. Und es wird jetzt darauf ankommen, ob im Wahlkampf tatsächlich Katrin Göring-Eckardt nach vorne rückt und auch in den entscheidenden Stellen, auch im Bundestag gegenüber der Renate Künast, eben dann sichtbar sein wird oder ob die beiden anderen durchaus sagen, nee, wir mischen da weiterhin mit. Wer sind die Grünen eigentlich im Moment? Also wir merken, personell changiert das gerade, das ändert sich. Wenn man sich die Umfragen der letzten 3 Jahre anguckt, mal waren sie bei 22 nach Fukushima, jetzt sind sie bei 14, was für ihre Verhältnisse auch nicht viel, auch nicht wenig ist. Also 10,7 war bisher das beste Wahlergebnis. Wer ist diese Partei im Moment? Also was ich jetzt total interessant fand, war auf vielen Ebenen das Bemühen, sich als Partei der Sozialpolitik zu etablieren. Und zwar in einem Ausmaß, dass man den Eindruck hatte, die wollen die SPD nicht ergänzen, sondern praktisch ersetzen. Und dieses Ganze, wofür Katrin Eckardt für mich mal stand, das können sich jetzt viele jüngere Parteimitglieder nicht mehr erinnern, aber die stand mal dafür, dass man gesagt hat, die grüne Sozialpolitik arbeitet mit Eigenverantwortung. Die Leute sollen so schnell wie möglich aus der Alimentation raus und sollen auf die eigenen Füße kommen. Davon ist jetzt überhaupt keine Rede mehr. Ich finde, dass jetzt soll Hartz-IV-Satz erhöht werden, ganz Vermögensabgabe. Genau. Es soll keine Sanktionen geben, die man ja früher mal mitbeschlossen hat unter der rot-grünen Regierung. Also da gibt es so ein Moratorium und so weiter. Also mit anderen Worten, man positioniert sich eben als Partei der Sozialpolitik und nicht mal so einer besonders neuen oder intelligenten Sozialpolitik, sondern einer sehr defensiven Sozialpolitik. Und überhaupt, finde ich, ist es für die Grünen extrem staatsbetont alles. Also der Staat muss die Energiewende, das stimmt auch, da bin ich auch der Meinung, das ist auch richtig, da brauchen wir sozusagen eine Art von Planwirtschaft. Der Staat muss die Sozialpolitik, der Staat muss schützen und so weiter. Und ich erkenne die zum Teil nicht wieder. Und da ist für mich Katrin Göring-Eckardt jetzt schon in gewisser Weise eine Enttäuschung, weil sie sich in dem Wahlkampf, in der Urwahl so weit wie möglich von diesen rot-grünen Agenda-Zeiten verabschiedet hat.
Also das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es auch so, dass die Grünen sich nicht trauen. Die haben zeitweilig eine Politik betrieben, die sehr stark auf Eigenverantwortung ausgerichtet war und die tatsächlich weit weg war von diesem Staatsverständnis der SPD. Und mittlerweile bewegen sie sich genau dahin. Und für mich ist das Ausdruck dafür, dass die Grünen im Grunde genommen Angst haben, aus der linken Ecke zu kommen, in der sie mal waren. Ihnen wird immer wieder nachgesagt, sie seien eine bürgerliche Partei. Und ich habe den Eindruck, sie wird zwar mittlerweile von vielen Menschen gewählt, die sich als bürgerlich betrachten, aber sie wagen nicht den Sprung dahin zu sagen, wir sind jetzt auch wirklich in der Mitte und haben Angst, am linken Flügel zu viel Klientel zu verlieren. Ich werf mal gerade ein, was, glaube ich, viele Menschen denken, weil ich es im Gästebuch bei presseclub.de gelesen habe. Grünen muss man sich leisten können. Ich nehme mal die Ökosteuer, der Aufschlag an der Tankstelle, der unter Rot-Grün eingeführt worden ist. Wenn ich 100.000 Euro verdiene, sage ich, was kratzen mich die paar Autos? Vielleicht sind die Straßen dann leerer. Wenn ich 60.000 Euro verdiene, sage ich, naja, ich merke das schon, aber es ist wichtig, deswegen trage ich das mit. Und wenn ich 30.000 Euro verdiene, muss ich mein Auto verkaufen, weil ich mir den Sprit nicht mehr leisten kann. Also zugespitzt, Grün muss man sich doch leisten können. Und jetzt kommen die mit sowas. Das ist sicherlich ein Punkt, dass das eine Tendenz war, auf einen Weg war, auf dem die Grünen sich befanden. Und da versuchen sie jetzt massiv gegenzusteuern. Wenn man sich anschaut, dass auch Jürgen Trittin bei dieser Urwahl ja bei weitem vorne lag mit den Ergebnissen. Und Jürgen Trittin steht ja für eine linke Politik bei den Grünen. Der ist zwar mittlerweile auch zum Realpolitiker mutiert, aber ist ja doch vom linken Flügel kommend. Und man hat eben nicht mehr die Traute, tatsächlich offensiv diese Politik der Mitte zu betreiben, sondern versucht zurückzukehren auf das linke Spektrum, weil man sich tatsächlich die linke Klientel halten möchte. Das, Herr Banas, ich sehe das ein klein wenig anders. Jürgen Trittin als Linken zu bezeichnen, das hat irgendwas mit der Vergangenheit zu tun, und aber nicht mit der Gegenwart, wie auch dieser ganze Realo-Fundi-Gegensatz. Das war eine Sache der 80er und vielleicht noch der 90er Jahre, ist das aber dann erledigt. Das Konzept, was er jetzt vorgelegt hat, ist aber nicht gerade ein Mietkonzept. Ja, aber es gibt darüber innerhalb der Grünen keine große Auseinandersetzung. Also sozusagen den Unterschied, die unterschiedlichen Positionen zwischen Jürgen Trittin und Renate Künast oder Katrin Göring-Eckardt zu beschreiben, das ist sehr viel schwieriger als die unterschiedlichen Positionen zwischen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, CDU, und dem CDU-Wirtschaftsrat. Da ist es richtig klar, die eine ist für den Mindestlohn, der andere ist gegen den Mindestlohn. Und das ist bei den Grünen sehr viel komplizierter geworden. Und diese Flügelauseinandersetzungen, das sind, da wiederholt sich die Vergangenheit von mir aus nochmal. Und das sind von mir aus auch Seilschaften, aber hat nichts mit dem klassischen Sinne von Rechts-Links-Widerspruch zu tun. Und was die Sozialdemokratie angeht, die Grünen wurden doch bis, auf jeden Fall in der Regierungszeit von Gerhard Schröder quasi als Anhängsel der SPD betrachtet. Nicht? Der Realo-Flügel, Fischers Freunde, muss man sagen, konnte sich nur ein Bündnis mit der SPD vorstellen. Und dem wurde auch alles untergeordnet, auch die eigene Programmatik. Während jetzt in den letzten Jahren in der Oppositionszeit die Grünen auf einmal, auch nicht ganz zufälligerweise, die Grünen dazu übergehen, die SPD zu attackieren, sich nicht mehr darzustellen als Fleisch vom Fleische der SPD, sondern gegen die SPD zu agieren in verschiedenen Kleinigkeiten im Bundestag, Gesetze und Entschließungen. In der Europapolitik setzen sie sich ab von der SPD und jetzt eben auch im Wahlkampf. Also, und die Grünen betreiben einen Wahlkampf gegen die SPD, wollen natürlich am Schluss mit der SPD wahrscheinlich koalieren, aber wenn es nicht anders geht, und das besprechen wir ja wahrscheinlich auch noch. Ja, da wollte ich die Brücke gerade hinschlagen. Ja. Ja. Fischen im selben Wählerterrain. Gucken wir doch mal in die Glaskugel. Im Moment sind die politischen Machtverhältnisse so, dass Schwarz-Gelb nicht reicht, die FDP möglicherweise gar nicht im Bundestag ist, aber auch sonst würde es nicht reichen, dass Rot-Grün auch nicht reicht. Wenn man rechnet, Rot-Rot-Grün, was als ausgeschlossen gilt, würde funktionieren. Schwarz-Grün hat immer eine Mehrheit und eine große Koalition, Herr Unfried. Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie, kommt denn am Ende?
Na, also dafür bin ich jetzt nicht zuständig, dass ich sage, was am Ende rauskommt. Aber was ich sagen kann, ist, ich fände es interessanter, ich weiß, dass das ein bisschen naiv klingt, aber ich fände es interessanter, wenn man tatsächlich inhaltlich über Schwarz-Grün reden könnte und sich dann ein Bild drüber machen, ob man das möglicherweise haben will oder nicht. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch anschneiden will, was Frau Fietz gesagt hat, dass nämlich Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, auch das bürgerliche Lager erreiche. Kretschmann ist für mich eine Schlüsselfigur bei den Grünen und er erreicht nicht das bürgerliche Lager, er ist das bürgerliche Lager. Die Grünen in Baden-Württemberg haben die Hegemonie tatsächlich übernommen im bürgerlichen Lager und das ist der entscheidende Paradigmenwechsel. Dann frage ich anders. Also Daniel Cohn-Bendit, das Enfant terrible der Grünen, spricht von einer neuen Option. Günther Beckstein, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident von der CSU, sagt, Schwarz-Grün könnte eine Chance sein. Christina Schröder hat entdeckt, dass es angeblich Gemeinsamkeiten zwischen Schwarzen und Grünen gäbe. Fänden Sie, Herr Unfried, Schwarz-Grün spannender als Rot-Grün? Also es ist so, seit 1994 wird irgendwie darüber gesprochen, dass das möglicherweise eine Option sein könnte, Schwarz-Grün. Das hat irgendwie bei Fischer schon damals. Und seither sind nicht die Grünen, sondern die Gesellschaft ist nicht wirklich weitergekommen, um ernsthaft darüber sprechen zu können, ob ich das jetzt finde oder nicht. Wir müssen im Grunde sozusagen einen Weg finden, dass die Gesellschaft eben nicht nur über die 3, 4 Gründe, warum das nicht geht, spricht, die gibt es ja objektiv, ist ja klar. Es gibt auch noch mehr als 3, 4, aber man könnte darüber sprechen. Und das ist Daniel Cohn-Bendits Idee zu sagen, welche 3, 4 Dinge könnten denn so eine Koalition tatsächlich als Schlüsselprojekte voranbringen? Aber wenn ich da was sagen darf, Schwarz-Grün kommt ja nur, wenn Schwarz-Gelb nicht in Betracht kommt. Ja. Und Rot-Grün auch nicht in Betracht kommt. So, und die, so schlicht ist das. Die Bundestagsparteien nach der Bundestagswahl vor der Frage stehen, große Koalition oder eine kleine Koalition. Und kleine Koalition ginge eben nur Schwarz-Grün. Und dann gilt es für alle abzuwägen. Gilt es für die Bundeskanzlerin abzuwägen, wer ist der nähere Partner? Welchen Partner kann ich auch in der eigenen Partei CDU/CSU durchsetzen? Für die SPD ist abzuwägen, wollen wir uns abermals unter das Joch eines Juniorpartners der CDU, wollen wir uns das auferlegen, dieses Joch, und mit der Gefahr, abermals abgestraft zu werden. Für die Grünen ist die Gefahr, die müssen überlegen, können wir unserer eigenen Basis vermitteln, dass wir jetzt mit der CDU zusammen regieren? So, was heißt das für uns? Was haben wir für Erfahrungen gemacht in Hamburg, wo die Grünen dadurch verloren haben, durch die schwarz-grüne Koalition? Sie haben ihre Erfahrungen gemacht im Wahlkampf in Berlin, wo das Schaukeln der Grünen in Berlin dazu geführt hat, dass die Grünen nicht das Ergebnis bekommen haben, welches sie sich vorher erwartet haben. Ich greife mal das auf, was Herr Unfried gesagt hat. Lassen Sie uns mal inhaltlich reden. Ich habe mir mal aufgeschrieben, wovon ich glaube, dass es einige der wichtigsten politischen Aufgaben der nächsten Jahre sind. Und wenn Sie mir einfach helfen, vielleicht reihum, wenn möglich in einem Satz eine Einschätzung, könnten die das zusammen? Ich fange mal an mit der Europäischen Union. Da müssen neue Strukturen geschaffen werden, die muss handlungsfähig werden, da muss Demokratie überprüft werden. Also die Europäische Union auf Vordermann bringen. Könnten Schwarz und Grün das zusammen? Da gibt es schon mal den einen großen Dissens, dass die Grünen doch eher auf eine Vergemeinschaftung der Schulden hinarbeiten, während die Kanzlerin das beispielsweise entschieden ablehnt. Also da gibt es sehr viel mehr Unstimmigkeiten als Gemeinsamkeiten an den Punkten. Ja, das wäre jetzt die Euro-Rettung. Das wäre jetzt die Euro-Rettung. Ich hatte jetzt nach der politischen Konstruktion, also diese EU, die wackelt und die nicht richtig entscheidungsfähig ist, die ihre Zukunft sucht. In meinen Augen, da würde ich auch sogar in dieser Detailfrage Ihnen, Frau Fietz, widersprechen. Es gibt in Deutschland zwei wirkliche Europaparteien. Das eine ist die CDU, ich sage CDU, und das andere sind die Grünen. Und die Grünen tragen die Politik der Bundesregierung, die sich ja gerade, was Griechenlandhilfen angeht, ändert. Ne? Griechenland wird Hilfe bekommen. Und der Bundestag wird es akzeptieren. Und die Grünen tragen es mehr mit als zum Beispiel die FDP, muss man ganz klar sagen. Die Grünen, und Trittin hat ja auch Jürgen Trittin hat ja in den letzten Jahren ausdrücklich versucht, die Grünen als Europapartei anzusiedeln, ja, indem er boshafterweise im Bundestag immer der Angela Merkel den Helmut Kohl vorgehalten hat. Als Merkel mit Griechenlandhilfen zurückhalten hat, sagte Trittin immer, Frau Merkel, hier denken Sie an Helmut Kohl, der hätte Ihre Politik
gegeißelt. Trotzdem und unsere sind Sie Politik dafür, einen Altschuldentilgungsfonds einzurichten, wo dann im Grunde genommen wieder viel Geld hineinfließt. Okay. Das ist ein massiver Dissens hier am Tisch. Es gibt Stimmen, die sagen, das geht eigentlich ganz gut. Es gibt eine Stimme, die sagt, das geht nicht so gut. Den deutschen Haushalt sanieren, Überschuldung, Schuldenbremse, von der die Menschen glauben, dass sie nicht eingehalten werden kann. Frau Lau, kommen die beiden da zusammen? Da ist Frage der schwäbischen Hausfrau. Also ich glaube, die Grünen überall da, wo sie regieren, sogar in Bremen, sind bekannt inzwischen für eine sparsame Haushaltspolitik. Und das, glaube ich, ist mit der SPD ein viel größeres Problem als mit der CDU. Weil eben, und das ist ja, dieses Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal, finde ich, da geht es auch eben um dieses Konzept von Bürgerlichkeit. Wenn man Eigenverantwortung groß schreibt, und das könnten nur diese beiden Parteien auf eine Weise, die eben gleichzeitig nicht gnadenlos ist, das ist ja das, wo die Grünen zu Recht, finde ich, auf dem Unterschied zur FDP bestehen, also an die kommenden Generationen denken, sparsam mit dem Geld der Leute umgehen, das kann, glaube ich, Schwarz-Grün besser als zum Beispiel Rot-Grün. Herr Unfried, die Energiewende, könnten die beiden das? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also die CDU hat jetzt die ökologische Modernisierung noch nicht so wirklich sich auf die Fahnen geschrieben. Aber ich glaube, die Frage ist natürlich auch, das sind ja keine unverrückbaren Positionen, sondern die Frage ist ja auch, mit welchen Positionen man Wähler gewinnt. Sie haben das ja jetzt in Stuttgart auch gesehen. Da ist Fritz Kunz zum Oberbürgermeister gewählt worden. Und er ist deshalb gewählt worden, weil er sowohl eine sanfte Ökologisierung angeboten hat, als auch die Leute ihm geglaubt haben, dass er in der Lage ist, sozusagen aufs Geld aufzupassen. Und das ist auch eine faszinierende Veränderung, dass die Leute denken, der Grüne ist in der Lage, auf das Geld aufzupassen und gleichzeitig sagen, eine andere Form von Wirtschaft zumindest zu initiieren. Ja, und meine Frage nach der Energiewende, Sie haben gesagt, das ist schwierig. Ja, also das halten wir so fest? Nee, darf ich noch einen Satz sagen? Also ich wüsste jetzt nicht, warum das mit der Kohlekraft, also mit Frau Kraft in Nordrhein-Westfalen, einfacher sein sollte als mit der CDU. Okay, dann Frau Fietz, Mindestlohn einführen. Ursula von der Leyen. Entschuldigung, da muss ich doch mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, ein echtes Problem ist jetzt doch, dass die CDU viel leichter geneigt ist, Rücksichten auf die Energieriesen zu nehmen, als das natürlich die Grünen wären. Also diese Idee, dass man jetzt da eben tatsächlich so eine Art von Planwirtschaft braucht, das ist halt in der CDU doch schwer durchzusetzen. Okay, lassen wir stehen, Mindestlohn einführen. Frau von der Leyen hat gesagt, die Union wird in die nächsten Koalitionsverhandlungen mit diesem Thema gehen, allgemeiner Mindestlohn. Also ich glaube, das ist ein Thema, bei dem sich CDU vor allen Dingen und Grüne doch vergleichsweise schnell einigen könnten. Da wird man sich annähern, das wird man über die Bühne bringen. Ich glaube allerdings, man darf jetzt diese ganzen Dinge nicht zu sehr trennen. Ein Wort muss ich wirklich sagen zur Haushaltspolitik. Natürlich stehen die Grünen, genau wie auch die Union, für eine sehr konsequente Haushaltskonsolidierung. Nur wie will man das denn finanzieren und wie will man das mit der Ausgabendisziplin halten? Das, was die Grünen jetzt auf dem Parteitag beschlossen haben, beispielsweise an einem Mehr an Sozialleistungen, kostet richtig und geht richtig in den Haushalt. Das wollen die finanzieren über Steuererhöhungen, Vermögenssteuer, Anhebung des Spitzensteuersatzes. Das sind natürlich alles Punkte, bei denen die CDU gerade mit ihrem Wirtschaftsflügel massive Probleme bekommt. Plus die CDU gibt das Geld ja auch jetzt in großem Stil aus. Also von aber jetzt sagen Sie nicht Hausfrau. Betreuungsgeld. Doch, ich sage das Betreuungsgeld. Nein, das Betreuungsgeld hacken wir dann, jetzt ab. Dann kann ich eigentlich nur bilanzieren, also leicht wäre das nicht. Es gibt Punkte, wo Sie sagen, ja, da kommt man schon zusammen. Herr Banners, das führt mich eigentlich zu einer anderen Frage. Wir haben ja im Moment die absolute Liebesheirat zwischen Union und FDP. Die haben sowas von zueinander gestrebt im Wahlkampf 2009. Wie gut die miteinander regieren können, da kann sich jeder selbst ein Bild machen. Was für Gemeinsamkeiten müssen Koalitionspartner eigentlich haben? Oder was brauchen zwei Parteien, damit eine vernünftige Koalition möglich ist? Es gibt zwei Anforderungen, zwei Bedingungen. Die eine ist, dass die beiden Parteien in den Fach- und Sachfragen der Politik halbwegs kompromissfähige Positionen haben, die dann natürlich in Verhandlungen, ist ja auch zwischen CDU, CSU und der FDP der Fall, dann in Verhandlungen zu Kompromissen, in Kompromissen aufgelöst werden, die Differenzen. Und das Zweite, und das glaube ich, ist fast noch wichtiger, ist nämlich die Anforderung, die Bedingung, dass das Führungspersonal einer Koalition
Vertrauen zueinander hat, auch in Konfliktfragen Vertrauen hat, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass man nicht schlecht über den anderen redet, dass man Absprachen einhält. Das sind die Anforderungen an eine Koalition. Und ohne das geht es nicht. Kompromisse lassen sich fast immer finden. Wobei das Zweite eine menschliche Frage ist. Das Zweite ist eine menschliche. Mit politischer Orientierung zu tun. Das hat relativ wenig mit politischen Sachfragen oder mit politischer Orientierung zu tun. Und daran fehlt es dieser schwarz-gelben Koalition. Und das könnte das Problem werden für schwarz-grüne Verhandlungen. Weil es gibt im Bundestag oder in den Unionsparteien des Bundestages kein stärkeres Feindbild als Jürgen Trittin. Es gibt dort den Ausdruck, da kriege ich Pickel. Und Unionspolitiker äußern sich, also wenn ich den schon sehe, das ist eine ganz und gar unpolitische Darlegung, aber wenn ich den schon sehe, mit dem möchte ich auf keinen Fall irgendwie am Kabinettstisch sitzen. Naja, da kommen wir wieder zu diesem Thema bürgerlich. Also Katrin Göring-Eckardt hat das jetzt verschiedentlich mal angesprochen, dass das Verhalten der bürgerlichen Koalition Schwarz-Gelb zueinander alles andere als bürgerlich ist. Also man redet schlecht übereinander, man redet hinter den Rücken. Von den Umgangsformen her. Die Umgangsformen. Also und das ist auch doch eine lustige Situation, dass jetzt die Grünen sozusagen mit einigem Recht, wie ich finde, gutes Benehmen für sich reklamieren können. Die Ressentiments in der CDU gegen Jürgen Trittin sehe ich in meiner Wahrnehmung so ein bisschen dahinschmelzen. Also weil jetzt erstens in der CDU die Leute drankommen, die Grünen aus der sogenannten Pizza Connection kennen, wo man sich früher mal getroffen hat. So. Der Altmaier ist jemand, selbstverständlich kann der mit Trittin. Ja. Und Trittin hat eben, das ist ja genau der Witz, Trittin hat in den ganzen letzten Monaten dafür gesorgt, dass die Grünen immer und immer wieder den Kurs der schwarz-gelben Regierung getragen haben. Den Atomausstieg, die Euro-Rettung und so weiter. Da war immer der olle Trittin, der das organisiert hat. Und das hat er da Vertrauenskapital angesammelt? Das würde ich schon sagen. Mhm. Also, aber grundsätzlich gilt für Beinig-Grüne wie für die Union der Gedanke, Schwarz-Grün, immer dran denken, nie drüber reden. Ja. Das ist in beiden Parteien im Moment das Motto, weil nämlich beide Parteien wissen, dass diese Debatte, die wir jetzt hier auch führen, eine sehr abgehobene ist. Die hat mit der Basis in Teilen überhaupt nichts zu tun. Ich habe das eben so ein bisschen angedeutet, die Grünen haben jetzt Angst, dass ihnen das linke Spektrum verloren geht. Und die CDU hat natürlich auch große Sorge, weil da, wo die CDU stark ist, auf dem Land, da kann man teilweise mit grünen Politik gar nicht viel anfangen, sodass das im Grunde genommen beiden Parteien darauf ankommt, sich diese Option irgendwo in der Hinterhand zu halten. Aber jetzt im Wahlkampf wird das von keiner Seite offen propagiert. Und das ist irre riskant. Ne? Also die Grünen, den Grünen kann es natürlich total leicht passieren, dass jetzt die Basis irgendwie sagt, so, wenn wir so immer über Schwarz-Grün reden, dann wollen wir jetzt mal einen Beschluss, der das ein für alle Mal ausschließt. Und die CDU weiß das und hat sehr geschickt jetzt immer sozusagen den Todeskuss Richtung, also wenn Christina Schröder, die Familienministerin, Katrin Göring-Eckardt für ihre Familienpolitik lobt, dann ist das so eine Art Todeskurs. Ja, dass da in die Nähe darf sie natürlich nie kommen. Aber ja, ich finde, Herr Unfried, Sie sind dran. Aber ich wollte noch mal einen Gedanken aufgreifen und fortführen. Dass letztlich die Personen an der Spitze einer Koalition vertrauensvoll miteinander umgehen können müssen und gleichzeitig auch die Unterstützung ihrer Partei haben. Das ist eigentlich jetzt so die Bilanz dieser letzten kleinen Runde, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist für eine Koalition. Wenn wir an rot-grüne Bündnisse denken, ich sag mal Schröder und Fischer, wenn man liest, was die heute so übereinander schreiben, da hat es ja mächtig gekracht und gedampft. Da war dieses Vertrauensverhältnis ja oft belastet. Der Kanzlerkandidat der Grünen ist Peer Steinbrück. Also ich sage das so zugespitzt, weil wenn Sie für Rot-Grün antreten, ist ja der Kanzlerkandidat der Grünen Peer Steinbrück. In einer Koalition, die er mal geführt hat in Nordrhein-Westfalen, gab es alles zwischen Rot und Grün, aber kein Vertrauen. Was heißt das denn übertragen auf die Wunschoption Rot-Grün? Ist da alles so viel besser? Nee, das heißt, dass man das auf keinen Fall überschätzen sollte. Also wenn Sie im Hintergrund mit einem Grünen reden, da werden Sie sehen, dass SPD-Politiker mit Abstand die schlimmsten Menschen irgendwie aller Zeiten sind. Und umgekehrt ist es genauso. Ja.
Trotzdem werden die sich zusammenraufen, wenn es denn irgendwie sein sollte und sein muss. Und auf der anderen Seite würde ich das aber genauso behaupten, dass das funktioniert. Aber nochmal nachgehakt, ich habe Peer Steinbrück angesprochen. Sie waren auf dem Parteitag gestern in Hannover. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da kein großes Thema am Rand war. Also das ist ja der Mensch, den die eigentlich sich als Kanzler wünschen müssen und der für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Ja, das ist ja das Tolle an unseren Grünen, dass die gleichzeitig für und gegen Peer Steinbrück einen Wahlkampf führen. Claudia Roth hat das ja wunderbar gemacht, hat ihn ja schön attackiert. Also das wird nicht einfach, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, die sind ganz dankbar für Steinbrück, weil der ihnen sehr viel Raum lässt, sozusagen sich nach links auszubreiten. Also ich habe das Gefühl, das geht eigentlich ziemlich gut. Und der ist jemand, der ja auch so ein bisschen demütig geworden ist durch die Erfahrung, die er jetzt mit der Basis macht und mit den Frauen in Gottes Namen. Also der hat jetzt so ein bisschen Zucker gefuttert und wird sich da, glaube ich, diese Zeiten von Koch und Kellner, die sind vorbei, zumal die Grünen auch einfach sehr viel stärker werden und immer mehr Länder. Jetzt warten Sie mal ab, Niedersachsen, das wird mit Sicherheit auf eine rot-grüne Regierung rauslaufen. Die können ja bald vor Kraft nicht mehr gehen. Also die Zeiten, wo die einfach so als lästige Fliegen abtun konnten, die sind vorbei. Also grundsätzlich würde ich die schwarz-gelbe Koalition auch noch nicht so abschreiben, wie wir das jetzt hier teilweise getan haben. Also gerade im Bund sehe ich da durchaus noch eine Chance. Aber das zurück zu dieser Frage Grün und Peer Steinbrück. Ich fand auffällig bei dem Parteitag jetzt, dass im Grunde die Grünen die SPD sehr stark attackiert haben, aber dieses rot-grüne Projekt nicht beschrieben haben als jetzt die Heilsbringung schlechthin. Da war auch sehr viel Distanz zu spüren. Für meine Begriffe geht es den Grünen schlicht und ergreifend darum, um diese Binsenweisheit so stark wie möglich zu werden, dass gegen sie keine Regierungsbildung möglich ist. Dass entweder die SPD auf sie zukommt oder aber sie so stark werden, dass die Union möglicherweise sagt, das ist ein stabileres Bündnis als eine große Koalition. Ich sehe das nicht so, dass die Grünen jetzt mit der Person Steinbrück auch so glücklich wären, dass sie sagen, also der ist jetzt nun absolut unser Traumkandidat. Sitzt der eigentlich noch fest im Sattel? Wer jetzt? Der Kanzlerkandidat von SPD und Grünen. Na, zurückziehen können Sie jetzt nicht mehr. Das ist eine... Also, das ist eine Überraschungsfrage. Ja, ist eine echte Überraschungsfrage. Die Frage stellt sich, wenn man so darüber redet. Aber also er ist der Kanzlerkandidat, er hat seine Probleme. Es gibt, und das eigentliche Problem sind nach meiner Auffassung gar nicht mal so sehr die Honorare oder dass er seine Bahncard benutzt, sondern das eigentliche Problem sind die Schlagzeilen, neuer Wirbel um Steinbrück. War also jetzt in der vorige Woche in der Bild-Zeitung, hatte die also rausgefunden, dass er seine Bahncard benutzt, die er als Bundestagsabgeordneter sowieso bekommt. Alle Bundestagsabgeordneten haben eine Bahncard erster Klasse. So. Und nun wurde ihm vorgeworfen, dass er diese Bahncard auf dem Weg zu seinen Vorträgen benutzt hat. Und wie immer findet man, wenn man zwei Rechtswissenschaftler fragt, sagt der eine dies, sagt der andere das. Der eine sagt, das geht nicht, weil die Bahncard ist ausschließlich für die politische Tätigkeit des Abgeordneten erlaubt und der andere sagt, nein, die ist überhaupt erlaubt. So, und das Fatale für Steinbrück ist die Schlagzeile neuer Wirbel um Steinbrück. Dann gibt es also, je nach der Kraft dieses Wirbels, gibt es dann also eine große Diskussion oder eine kleine Diskussion. Dann gibt es eine Sondersendung und Sonderseiten. Und dann gibt es Kommentare und Gegenkommentare. Und zwar immer nur über das Thema neuer Wirbel um Steinbrück. Und nicht, und das ist dann das Schwierige für ihn, nicht um die Frage, was will der SPD-Kanzlerkandidat in Fragen der Außenpolitik und Sicherheitspolitik und Euro-Rettung und Hartz IV und all dies. Das heißt, die SPD hat es wunderbar geschafft, ein Thema zu setzen, nur keines, über das sie gerne diskutiert haben möchte. Ach, ja, das Thema hat ja nicht die SPD gesetzt. Es hat mit linken Stimmen aus der SPD angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Also ich finde, nun warten wir mal ab. Die SPD hat jetzt endlich mal einen Kanzlerkandidaten, dem reißen die Leute zu Hunderttausenden die Bücher aus der Hand. Wann hatte die SPD einen Kanzlerkandidaten?
Kanzlerkandidaten, von dem man Bücher lesen wollte, der 10 gerade Sätze, die leben, denen man gerne zuhört und so weiter, hintereinander sprechen konnte. Und der, und ich finde an Steinbrück gerade dieses Ungehobelte gut. Da kommt, da wird ihm jetzt vorgeworfen im Interview mit Anne Will, dass er irgendwann mal eine Frau rauskomplimentiert hat, die in eine Koalitionsverhandlung ein kleines Kind mitgebracht hat. Da muss ich sagen, das weiß ich sehr zu schätzen, dass man sagt, ist vielleicht nicht so eine gute Idee mit einem Säugling in eine Koalition. Und also jemand, der sowas dann mal offen sagt, der sich nicht überall ranschmeißt, der irgendwie ungehobelt und auch mal unfreundlich ist, ist doch großartig. Ja, aber jetzt muss er auf Frauenkongresse gehen. Nein, soll er nicht, soll er nicht. Ja. Die kommen schon. Also Per Steinbrück bleibt. Also wenn Per Steinbrück scheitert, dann scheitert er an sich selber, würde ich denken, weil er eben ein Mensch ist, der sehr impulsiv sein kann und der irgendwann möglicherweise auch diesen ganzen Druck, den er jetzt auch erfährt, dadurch, dass seine Person so massiv kritisiert wird und das, was er getan hat, dass er das einfach nicht mehr akzeptieren will, weil er das ja, im Grunde genommen findet er das ja alles lächerlich. Ja. Er hat jetzt zwar sehr reumütig diese ganzen Sachen offengelegt, aber im Grunde genommen hält er das ja für das legitim, ist ja das auch gemacht lächerlich. Nur das mit den Stadtwerken, das hätte er nicht Die Stadtwerke waren wirklich ein Fehler. Das, also muss dazu sagen, Stadtwerke Bochum haben ihm 25.000 Euro für einen Vortrag gezahlt. Das weiß jeder, der zuguckt. Also es gehört zu den wenigen Informationen aus dieser Sendung, die alle schon wussten. Unser Publikum ist sehr informiert. Ja. Aber das wird ihm vielleicht noch mal wirklich ein Problem werden, seine eigene Impulsivität oder sein Zwang, sich auf die SPD einlassen zu müssen, die ja in weiten Teilen überhaupt nicht seinen Kurs fährt. Ich habe das auch deshalb jetzt noch mal angesprochen, weil ich das Gefühl habe, das Thema politischer Stil zieht sich eigentlich als roter Faden durch diese Sendung. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Karin Göring-Eckardt auch als Person ein Gegenmodell zu Claudia Roth und Renate Künast ist. Winfried Kretschmann ist genannt worden von Ihnen, Herr Unfried. Sie haben vom Kretschmann-Flügel gesprochen, auch von der Nähe und den Ähnlichkeiten zwischen Frau Göring-Eckardt und Herrn Kretschmann. Wir haben die Situation, dass zum ersten Mal überhaupt eine große Partei ihre Spitzenkandidaten in Urwahl bestimmt hat. Das gab es mal bei der Vorsitzendenwahl bei der SPD, aber noch nie bei Spitzenkandidaten. Das alles vor dem Hintergrund, dass, ich habe die Piraten schon angesprochen, wir ja eine Welle des Unmuts gegenüber den Parteien in den letzten Jahren hatten. Die Annahme, die machen das alles unter sich aus, die klüngeln im Hinterzimmer. Auch bei der Steinbrück-Nominierung die Frage, warum machen das drei Männer aus? Was heißt denn diese Urwahl, dieses neue Verfahren und das Ergebnis für die anderen Parteien? Ja, die müssen drüber nachdenken. Aber zunächst mal muss man sehen, was gut war und was schlecht an dieser Urwahl. Also die Urwahl als Showveranstaltung war sicherlich grotesk, wenn Sie dabei waren. Das hatte schon absurde Züge. Aber was dahinter steht, nämlich dass tatsächlich Mitglieder gewählt werden können unter bestimmten Voraussetzungen und Mitglieder vor allem wählen können, das finde ich das Interessante. Das ist möglicherweise tatsächlich ein Partizipationsfortschritt. Dieses Urwahlverfahren war ein genialer kommunikationspolitischer Schachzug. Und zwar, die Grünen kamen damit in die Zeitungen, über diese Veranstaltungen, in denen sich die Kandidaten vorstellten, bis hin zu dem Ergebnis, wo Claudia Roth dann also abgestraft zu sein schien oder jedenfalls nicht gewählt wurde. Und plötzlich, also Überraschung, Überraschung, Göring-Eckardt ist gewählt. Überraschung, Überraschung, Claudia Roth ist nicht gewählt. Und nun wird überlegt, muss sie zurücktreten oder darf sie noch mal kandidieren. Und Claudia Roth überlegte bis Montagmorgen um 8 Uhr und teilte dann den Medien das mit. Und die Partei hat sich mit ihr versöhnt. Ja. Aber es war, die Grünen kamen mit diesem Verfahren in die Medien auf eine schon politische Weise. Es hat auch schon was mit Partizipation zu tun. Aber sie kamen damit auch in die Medien. Und da waren die Grünen immer den anderen Parteien voraus. Also ganz früher machten die Grünen ja ihre Sitzungen, also Fraktionssitzungen und auch Vorstandssitzungen öffentlich. Also die Journalisten durften rein, Fernsehen glaube ich nicht, also keine Kameras, aber alle Journalisten konnten rein und mitschreiben und dann darüber berichten. Was haben sie gemacht? Sie sind natürlich rein und haben darüber berichtet. Die Grünen kamen damit in die Medien und so ist es auch jetzt. Wird es beispielgebend sein für andere?
Es wird auf jeden Fall den Druck erhöhen, die Basis mehr zu beteiligen. Man sieht an diesem Urwahlverfahren aber auch, dass die Grünen ja auch sagen, sie müssen es schon wieder verändern. Es hat ja nicht nur die 4 Spitzenkandidaten gegeben, die man kannte, sondern es hat ja auch ganz viele Kandidaten gegeben, ich glaube es waren 11, die aus der Partei heraus kandidiert haben. Und sowas will man demnächst ja schon wieder unterbinden. Sowas will man ja schon. Das will nicht. Sowas wird nicht wieder vorkommen. Ja. Das ist einerseits klug, aber auf der anderen Seite muss man über die Verfahren noch mal nachdenken. Aber diese Partizipationsmöglichkeiten von Mitgliedern bei der Kandidatenauswahl wird sicherlich stilbildend sein und wird die anderen Parteien einfach in Zugzwang setzen. Also kurz nach zum Schluss, glauben Sie es auch? Naja, also ich finde, die Urwahl hat ja vergessen gemacht, warum man sie durchgeführt hat. Nämlich deshalb, weil die Parteispitze nicht in der Lage war, sich auf diese total auf der Hand liegende Lösung, die man jetzt hat, selbst zu einigen. Nur deshalb hat man die Urwahl gemacht, nicht weil man die Basis beteiligen wollte. Jetzt ist die Basis zu einem Ergebnis gekommen, das man absolut nicht vorausahnen konnte. Jetzt hat man auf dem Parteitag aber doch wieder in Ruhe so durchgewählt, wie man es eigentlich konnte. Trittin, wie man es vorher schon wollte. Naja, gut, also ich habe da so meine Zweifel. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, also das ist eine Lehre dieser Woche, dass politischer Stil, wie Personen miteinander umgeht, Parteien durchaus prägen kann. Und These von Günther Banners, am Ende auch entscheidend dafür ist, wer mit wem nach der nächsten Bundestagswahl regiert. 2 Interviews kann ich Ihnen empfehlen. Heute Abend um 6:30 hier in der ARD im ersten Programm im Bericht aus Berlin. Katrin Göring-Eckardt zu Gast. Und ich empfange nächsten Sonntag bei Phoenix um 13 Uhr Winfried Kretschmann zum Kamingespräch direkt nach dem Presseclub. Jetzt aber der Wochenspiegel mit Neuem aus Gaza. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss aus Köln. Willkommen zurück im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix, Presseclub nachgefragt. Jetzt sind Sie dran und wir fangen in der Hauptstadt an, in der Bundeshauptstadt Berlin. Sven Prager ist am Telefon. Herr Prager, guten Tag. Ja, schönen guten Tag an die Runde. In dieser Sendung war sehr viel von Taktik, auch von parteipolitischer Taktik die Rede. Und ich gucke jetzt mal zurück. Die Grünen waren einige Zeit in einer rot-grünen Bundesregierung. Da haben sie einiges durchgesetzt, aber auch nicht alles und mussten auch viele Kröten schlucken sozusagen. Dann gab es eine große Koalition und Schwarz-Gelb. Und meine Frage ist jetzt, wenn die Grünen möglichst stark werden, dann haben sie die Wahl, entweder in eine rot-grüne Bundesregierung zu gehen unter einem Kanzler Steinbrück, der in der Vergangenheit nicht immer so bekannt dafür war, dass er die Grünen besonders geherzt hat. Und auf der anderen Seite eine Bundeskanzlerin Merkel, die jeden Koalitionspartner irgendwie nicht so gut wegkommen hat lassen. Durch Umarmen erdrückt. Genau. Und deshalb meine Frage an die Runde, was könnte denn ein grüner Koalitionspartner in der Bundesregierung wirklich, sage ich jetzt mal, zu einem großen Teil durchsetzen? Mhm. Frau Lau. Ich würde mal gerne noch mal, also ich glaube, was er durchsetzen müsste, wäre eben mehr Kraft in die Energiewende. Und da komme ich noch mal auf diese Bemerkung, grün muss man sich leisten können. Ich glaube wirklich als Gesellschaft, wir können es uns nicht mehr leisten, diese Fragen zu ignorieren. Es wird teurer werden, wenn wir jetzt nichts tun gegen den Klimawandel und so weiter. Und dafür sind die Grünen natürlich die geborene Partei, Druck auszuüben auf die CDU. Vielleicht schließt das an, was Ursula Lander in Wuppertal einbringen will. Frau Lander, guten Tag. Guten Morgen an die Presseclub-Runde. Meine Überlegung ist, Schwarz-Gelb hatten wir schon. Und das war ja nicht immer nur zum Nutzen der Bundesrepublik. Und nochmal Schwarz-Gelb fortzusetzen, das ist ja auch ein Barbarenspiel. Die Männer und Frauen, die in der Regierungsverantwortung sind, sind von der Frau Bundeskanzler Dr. Angela Merkel schon alle mächtig angetitscht. So, und das, was noch in den Hintergrund da steht, außer Brüderle, der wohl sehr diplomatisch ist, der kann aber nicht die ganze FDP in einer Kabinettskombination vertreten. Also, Schwarz-Grün finde ich sehr interessant.
wird bestimmt spannender werden als Schwarz-Gelb, was wir hatten. Schwarz-Gelb ist an sich selbst kaputt gegangen, an der Hochnäsigkeit und an ihrer Feigheit und Mangel an Köpfen. So, oder die sich darstellen konnten. Und Schwarz-Grün, ja, da sind viele Köpfe, die sind intelligent, die sind unabhängig. Und Frau Bundeskanzler Dr. Angela Merkel, die die Richtlinien der Politik bestimmt, wird mit den Grünen kein leichtes Spiel haben. Und Trittin im Kabinett, ich persönlich fände das wunderbar. Frau Lander, das war keine Frage, sondern ein klares Statement. Genau, dürfen Sie auch. Ja. Bedanke mich nach Wuppertal. Bitte sehr. Jetzt haben Sie zusammengefasst, was wir am Tisch auch mehrfach gesagt haben. Schwarz-Gelb sei jetzt für die Bundesrepublik nicht von großem Nutzen gewesen. Ich habe heute Morgen noch in einer der Sonntagszeitungen so eine Aufstellung gesehen. Wirtschaftswachstum in den verschiedenen europäischen Ländern. Ich meine, zur Wahrheit gehört auch, dass wir, glaube, das einzige Land sind, das in diesem und im letzten Jahr Wirtschaftswachstum hat. Will die Diskussion aber gar nicht aufmachen, sondern wollte das einfach nur auch so als Beobachtung dagegen setzen. Wir gehen nach Hüttenberg zu Peter Wendt. Hallo. Herr Wendt, guten Tag. Wo ist Hüttenberg? Hüttenberg liegt im Bermuda-Dreieck Gießen-Wetzlar-Butzbach im schönen Mittelhessen. Okay, dann Ihre Frage aus dem schönen Mittelhessen. Meine Frage geht an die ganze Runde. Wäre es nicht wichtig und zielführend, dass die SPD stärker auf die Linken zugeht? Man hat immerhin geschätzt 80% Gemeinsamkeiten und 20% Differenzen, um auf diese Art und Weise eine strukturelle Mehrheit, von der ich glaube, dass sie vorhanden ist, links von der Mitte herzustellen. Ich gebe zu bedenken, die beiden waren sich schon mal nicht einig, mit fürchterlichen Konsequenzen, Thema Demokratie damals in Gefahr. Und meine Frage ist, mit dem, was eventuell noch vor uns liegt, ich denke an das ganze Thema Euro und Euro-Krise, auch hier könnte so etwas der Fall sein wie Demokratie in Gefahr. Ja. Also die Frage, sollten die beiden Roten hier nicht engagierter zueinander gehen? Und Herr Wendt, bin deshalb dankbar für die Frage, weil die auch im Gästebuch einige Male gestellt worden ist. Ich habe sie auch noch auf dem Zettel. Okay. Jetzt ist es so an diesem Tisch, wenn ich in die Gesichter gucke, dass Sie, glaube ich, je nach Person eine sehr unterschiedliche Antwort bekommen. Haben Sie einen Wunsch, von wem Sie gerne eine Antwort hätten? Nein, geht an die ganze Runde. Okay, dann gucke ich einfach mal in die Mitte auf den Boden, gucke mal, wer das Wort ergreift. Also dann fange ich jetzt mal an und schließe an dem an, was Sie eben gesagt haben, Wirtschaftswachstum. Wir haben ja eine vergleichsweise gute Position in Deutschland, weil wir sehr früh mit Reformen begonnen haben, unter Rot-Grün. Nun fangen aber gerade SPD und Grüne wieder an, diese Reformen zurückzufahren. Und die Linke ist auf einem Trip, der völlig weg ist von sämtlichen Sozialreformen, die notwendig sind. Sodass ich glaube, wenn aus diesem Grund schon wird die SPD eigentlich sich nicht mit den Linken zusammentun können, denn sie wird nicht regierungsfähig bleiben können. Sie wird das Land nicht wirtschaftlich weiter nach vorne bringen können. Nicht umsonst ist Gerhard Schröder auch daran gescheitert, dass zu seiner Regierungszeit 5 Millionen Arbeitslose da waren. Ich hake noch mal nach. Markus Meister, 34 Jahre, hat bei presseclub.de geschrieben, es ist bitter für einen linksliberal denkenden Grünen, dass jeder über Schwarz-Grün oder Rot-Grün redet. Die echte Alternative wäre Rot-Rot-Grün. Und diese Koalition hätte ja nach aktuellen Umfragen auch die Mehrheit im Bundestag. Die eine Mehrheit links der Mitte und damit der momentane Wählerwille, nein, also die Mehrheit links der Mitte und der momentane Wählerwille würden komplett ignoriert, schreibt der Herr Unfried. Also ich sehe jetzt nicht, dass man das unter links der Mitte abhandeln kann. Also was wir jetzt heute besprochen haben, ist ja eher so, dass die Grünen im Grunde eine neubürgerliche Partei sind, sicherlich tendenziell in vielen Bereichen links. Aber wenn wir jetzt auch das kulturmental-politische Projekt sehen, dann sehe ich das mindestens genauso problematisch wie Schwarz-Grün, wenn nicht noch viel problematischer. Es würde die SPD zerreißen, wenn sie im Wahlkampf sagen würde, oder einige im Wahlkampf sagen würden, wir müssen auf Rot-Rot-Grün setzen. Sie fragten ja eben, ob Per Steinbrück fest im Sattel sitzt. Also wenn das eine Position, dann muss er absteigen. Ja, muss er raus. Nur eine Kleinigkeit. Und nicht nur als eine Person, sondern dann würde ein ganzer Flügel der SPD würde sagen, da machen wir nicht mit. Ja. Bei dem, was Herr Unfried gerade sagte, fiel mir ein, wo ich gestern darüber nachgedacht habe. Da ist irgendwas runtergefallen, aber nicht kaputt gegangen. Zu sagen, ob die SPD
links von den Grünen steht oder die Grünen links von der SPD, ist ja heute eigentlich gar nicht mehr möglich, oder? Nee, und da muss man einfach auf die Sitzordnung im Bundestag gucken. Die Grünen sitzen seit Anfang an richtig dick in der Mitte, zwischen der CDU und der SPD. Wir wählen Bochum. Das passt doch. Willi Kahlers in Bochum. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie wissen, woran alle denken, wenn man im Moment über Bochum spricht. Das weiß ich. Gut. Das möchte ich aber nicht thematisieren. Gut. Ja, wenn man sich an die Ursprünge der Grünen vor 30 Jahren erinnert, als sie sich parlamentarisch etablierten, ich denke zum Beispiel an Friedensbewegung, Anti-Atom, Ökologie im Allgemeinen, wäre es nicht politischer Selbstmord, wenn sie eine Koalition mit einer Partei eingingen, die gerade in diesen zentralen grünen Fragen offensichtlich dem Zeitgeist hinterherhechelt und zum Beispiel in der Atompolitik eine Katastrophe wie Fukushima brauchte, um den Schwenk von der Laufzeitverlängerung zum Ausstieg zu vollziehen? Ich möchte mal Frau Lau fragen von der Zeit, weil ich diese Zeitschrift gerne mit Interesse lese. Wäre das politischer Selbstmord, fragt Herr Kahlers. Nein, also ich meine, die CDU ist doch nicht mehr die von vor 30 Jahren. Die haben sich doch enorm verändert. Also ich finde, das stimmt mit der Katastrophe von Fukushima. Da sind sie spät drauf gekommen, aber sie sind dann drauf gekommen. Sie haben die Atomwende eingeleitet. Ich finde, dass sie jetzt zu zögerlich damit sind. Da könnte man mehr Energie reinsetzen. Aber dafür hat man ja dann Koalitionspartner, die den entsprechenden Druck ausüben. Und von dieser Frage abgesehen, sehe ich eigentlich nicht so richtig, wo die fundamentalen Gräben heute noch sein sollten. Also ein interessanter Beschluss, den Sie jetzt, man könnte sagen Pazifismus, weil Sie das erwähnt haben, ein interessanter Beschluss, der jetzt gefasst worden ist, ist, dass die Partei sich dazu durchgerungen hat, die Grünen grundsätzlich zu sagen, humanitäre Interventionen sind in Ordnung. Wir können in ein anderes Land Bundeswehrsoldaten schicken mit dem Ziel, Leute zu retten. Das ist auch was, wo also die beiden Parteien, will ich sagen, haben sich kulturell und politisch stark aufeinander zubewegt. Und mir geht es so ein bisschen wie Peter Unfried. Ich fände das einfach mal die interessanteste Variante. Herr Kahlers, wenn Sie noch am Apparat sind, Sie haben es ja ganz anders empfunden. Wollen Sie gegenhalten oder widersprechen? Ja, ich denke, also das mit Fukushima, das war für mich absolut unglaubwürdig. Wenn ich CDU-Politiker gewesen wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, hätte ich gesagt, nach Fukushima waren unsere Atomkraftwerke genauso sicher wie vorher. Es gab aus dieser Sicht eigentlich keinen Grund, diesen Ausstieg zu vollziehen. Deswegen ist er für mich unglaubwürdig. Und dass wir hier von einem Tsunami heimgesucht werden, ist relativ unwahrscheinlich. Muss man ja gerade bei diesem Atomausstieg sehen, dass einfach allen Beteiligten im Kanzleramt klar war, dass sich Atomenergie politisch in Deutschland nicht mehr wird durchsetzen lassen, gerade nach dem, was in Fukushima passiert war. Egal, ob jetzt hier die Atomkraftwerke ähnlich betroffen sein können oder nicht. Das war eine sehr politische Entscheidung. Die hat nicht die Naturwissenschaftlerin Merkel getroffen, sondern die Politikerin Merkel, die damit gesehen hat, dass sie im Grunde genommen die Bevölkerung der Bevölkerung entgegenkommen muss, die hier einfach Angst hat, weil wir dieses Thema weitaus ideologischer und angstbeladener diskutieren als jedes andere Land auf der Welt. Na gut, Fukushima hat uns ja auch ein paar ganz gute Gründe geliefert, warum man Angst haben kann. Ja, aber Herr Banners, ich will noch mal eine Frage aufgreifen, die vorhin die Anruferin aus Wuppertal auch gestellt hat und die ich auch irgendwo im Gästebuch gelesen habe, nämlich nach der Rolle von Frau Merkel. Das wurde ja vorhin von der Anruferin so dargestellt, als würde das für die überhaupt kein Problem sein, mit grünen Ministern am Kabinettstisch zu sitzen. Ist das auch Ihre Einschätzung? Für die Bundeskanzlerin persönlich wird es kein Problem sein, also was den persönlichen Umgang angeht. Sie hatte ja auch mit den Sozialdemokraten früher, die im Kabinett waren, oder jetzt auch mit den FDP-Ministern, ja, ein Auskommen. Es war professionell, es war eine Arbeitszusammenarbeit, ein Arbeitszusammenhang oder ist einer. Es war aber nicht sehr intensiv und nicht sehr personengebunden oder ist auch nicht sehr personengebunden, sondern allein aus einer, jedenfalls aus Sicht von Frau Merkel, allein aus einer Sicht der politischen Ratio. So. Und wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Und dann sagt ja auch die Bundeskanzlerin gerne, ja, ich kann mir die Welt nicht selber schnitzen, sie ist, wie sie ist, also muss gemacht werden, was gemacht werden muss. Und naja, aber die Welt würde auf jeden Fall so sein, dass sie die Alternative hätte, Große Koalition oder Schwarz-Grün. Das ist wahr, das ist wahr.
Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also es gibt ja den Satz von der Bundeskanzlerin auf dem letzten oder vorletzten CDU-Parteitag, wo sie gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage und das darf man gar nicht in Erwägung ziehen. Das war aber ein Satz, der wirklich sehr schön doppeldeutig war. Ob das nun objektiv unwahrscheinlich ist, dass es dazu kommt, oder ob sie das persönlich ablehnt. Und je nachdem, mit wem man gesprochen hat, sagten die einen, ja, Frau Merkel hat sich ganz und gar gegen eine Schwarz-Grün ausgesprochen. Die anderen sagten, na ja, so ganz und gar war das nicht. Das ist die Kunst der Politik. Wir nutzen die letzten 2 Minuten der Sendung noch für Andreas von Hollen aus Lindau am Bodensee. Herr von Hollen, guten Tag. Ihre Frage. Ja, guten Tag an den Presseclub. Ich finde Schwarz-Grün eigentlich sehr sympathisch. Nur wie soll das funktionieren, wenn es keine entsprechende Kombination im Bundesrat gibt? Mhm. Interessante Frage. Ja, das geht ja jetzt schon. Also im Moment hat ja die schwarz-gelbe Koalition auch keine Mehrheit im Bundesrat. Und man sieht, dass ja viele Gesetze hängen. Das Abkommen, das Steuerabkommen mit der Schweiz hängt. Alle Steuergesetze hängen im Bundesrat, kommen nicht durch. Insofern wäre das dann keine Veränderung. Ja, aber es wäre natürlich wirklich für die Grünen ein Riesenproblem. Also wenn sie in allen möglichen Ländern mit der SPD an der Regierung sind und dann an der Bundesregierung mit der CDU. Das wäre das ist interessant. Das heißt, das würde in den Landeskoalitionen Rot-Grün, von denen es ja, weiß nicht, 5 oder so gibt, massive Spannungen auslösen können, wenn es dann Konflikte im Bundesrat gäbe. Ne? Natürlich. Und es wird auch in der Partei massive Diskussionen auslösen. Also das, was wir immer so als ideal und spannend betrachten, ist für die Parteien und für die Arbeit vor Ort in den Ländern und auch in den Kommunen massiv schwierig, auf jeden Fall. Herr Unfried, wie schätzen Sie das ein? Also für mich ist nach wie vor, wenn ich das nochmal sagen darf, der entscheidende Punkt nicht, was Angela Merkel will oder Politiker, sondern was die Gesellschaft will. Und das hat Herr Banas gesagt, die Gesellschaft hat bisher Schwarz-Grün nicht gewollt, teilweise auch aus kulturellen Gründen, weil man das nicht gelernt hat, weil es nicht geübt ist. Und die Frage ist, ob wir vernünftig darüber sprechen können, sodass das tatsächlich eine realistische Option wird. Das ist noch längst nicht so weit. Ich meine, wir haben... Bitte. Dass das schwierig ist, hat man jetzt ja aktuell beobachten können. Denn in dem Moment, wo die schwarz-grüne Debatte losgegangen ist, haben die Grünen massiv geschrieben, bloß nicht nein, nein, nein. Also da ist einfach die Angst. Haben Sie gesagt, nie drüber reden, immer dran denken. Genau. Eine spannende Frage, die für mich zum Schluss unbeantwortet bleibt, ist die, ob eine Koalition dann gut funktioniert, wenn die jeweiligen Lager deutlich abgegrenzt sind. Also wenn man nicht um die gleichen Wähler streitet. So wie das bei Union und FDP im Moment ja der Fall ist. Die streiten um die gleichen Wähler. Oder ob man diese inhaltlichen Überschneidungen braucht. Aber das haben auch wir nicht ergründen können. Einen schönen Sonntag, an dem hoffentlich die Wolkendecke irgendwann noch ein ganz kleines Stückchen aufreißt. Tschüss aus Köln.